Willkommen in unserem Beispielvideo zum Thema momentane Änderungsrate. Wir sehen uns in diesem Video an, wie man den Graphen einer Funktion bei gegebener Änderungsrate richtig interpretiert. Zum Beispiel, das in einem Gefäß enthaltene Flüssigkeitsvolumen V ändert sich im Laufe der Zeit t im Zeitintervall t0, t4. Die nachstehende Abbildung zeigt den Graphen der Funktion V', die die momentane Änderungsrate des im Gefäß enthaltenen Flüssigkeitsvolumens in diesem Zeitintervall angibt. Die Aufgabenstellung: Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Aussagen an. Das heißt, wir haben ein Antwortformat 2 aus 5, aber bevor wir uns mit den Vorschlägen befassen, wollen wir uns erinnern, was bedeutet das, wenn wir die momentane Änderungsrate gegeben haben und wir versuchen, den Graphen richtig zu interpretieren. Ich habe die Formel noch einmal für den Zeitpunkt t0 aufgestellt. V' an der Stelle t0 bedeutet, man verkleinert das Intervall von t0 ausgehend so sehr, dass man einen Grenzbereich bekommt von v von t minus v von t0 durch t minus t0 und eigentlich die momentane Änderung der Funktion an einer bestimmten Stelle untersucht. Das heißt, v' gibt uns an, wie sich die Flüssigkeit in diesem Gefäß im Moment ändert, wie sich das Volumen im Moment ändert. Was bedeutet das? Wenn V' von t größer als 0 ist, wenn also die momentane Änderungsrate positiv ist, gibt es einen Zufluss. Es fließt Flüssigkeit ins Gefäß. Ist die momentane Änderungsrate kleiner 0, also V' von t kleiner 0, dann gibt es einen Abfluss aus meinem Gefäß. Der Funktionswert von V' gibt an, ob Flüssigkeit zufließt oder abfließt. Sehen wir uns jetzt den Graphen an. Der Graph von V' ist im gesamten Intervall T0, T4 positiv. Das heißt, und das ist vielleicht schon der wichtigste Satz, im gesamten Beobachtungsraum fließt Flüssigkeit zu. Zuerst gibt es einen Anstieg des Zuflusses. An der Stelle T1 fließt am meisten Flüssigkeit zu, dann nimmt der Zufluss wieder etwas ab, wieder weiter ab bis zum Zeitpunkt T3, dann nimmt der Zufluss wieder zu, aber es fließt immer Flüssigkeit zu. Die geringste Änderung der Flüssigkeitsmenge haben wir zum Zeitbeginn der Messung T0. Schauen wir uns jetzt die Vorschläge an. Der erste Satz, das Flüssigkeitsvolumen im Gefäß nimmt im Zeitintervall T1, T3 ab. Das kann nicht sein, wie wir bereits festgestellt haben. V' von T ist immer größer 0, es gibt immer einen Zufluss. Das heißt, die erste Aussage ist falsch. Zweite Aussage, das Flüssigkeitsvolumen im Gefäß ist zum Zeitpunkt T2 kleiner als zum Zeitpunkt T3. Da T2 früher gemessen wird als T3, ist natürlich zum Zeitpunkt T2 weniger Flüssigkeit im Gefäß als im Zeitpunkt T3. Das heißt, diese Aussage ist korrekt. Wir kommen zur dritten Aussage. Das Flüssigkeitsvolumen im Gefäß weist zum Zeitpunkt T3 die niedrigste momentane Änderungsrate auf. Wir haben schon festgestellt, die momentane Änderungsrate misst man mit dem Funktionswert von V'. Das heißt, wir können das auf die Frage vereinfachen, ist der Funktionswert zum Zeitpunkt T3 am niedrigsten? Die Antwort ist nein. Zum Zeitbeginn der Messung, zum Zeitpunkt T0, war der Funktionswert von T0 noch niedriger. Wir kommen zur Aussage 4. Das Flüssigkeitsvolumen im Gefäß ist zum Zeitpunkt T4 am größten.
T4 ist der Endpunkt meiner Messung, der späteste Zeitpunkt. Daher ist diese Aussage korrekt. Natürlich schauen wir uns jetzt auch noch die letzte Aussage an. Das Flüssigkeitsvolumen im Gefäß ist zu den Zeitpunkten T2 und T4 gleich groß. Das kann nicht sein. Es fließt ständig Flüssigkeit zu. Die Flüssigkeitsmenge wird immer größer und T4 ist ein späterer Zeitpunkt als T2. Daher ist die letzte Aussage auch falsch und wir haben die beiden richtigen Antworten, nämlich 2 und 4, gefunden. Und eigentlich war das Beispiel dann gar nicht so schwer.